Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier in dieser nächsten Mission angekommen und da geht's doch direkt schon wieder ab. Und ich glaube, das wird jetzt langsam aber sicher ein Ende finden, diese Mission. Weil, ihr seht es, wir brauchen viel mehr Einheiten, bevor wir angreifen. Ne, und am besten nicht nur Mörser. Okay, das ist dann wieder ein... Das ist dann natürlich ein toller Start jetzt in die Folge. Wir haben es verkackt. Mal wieder in diesem Spiel, ja. Ja, Landezone ist sicher und jetzt haben wir verloren. Ja. Alles klar. Spielchen laden. Genau deswegen haben wir davor gespeichert. Ach Gott. Okay, das heißt... Wir brauchen mehr Heiler. Wir brauchen mehr Heiler und vor allem nicht nur Mörser. Flammenwerfer. Da. Heiler und vor allem Kanonenpanzer. Leichte Kanone. So, dann würde ich erstmal vorschlagen. Ah, okay, ja. Die bleiben hier. LKW. Sollen wir LKWs mitnehmen vielleicht? Das wäre ja noch eine Idee. Aber wir gehen erstmal. Wir starten erstmal den Transporter. Genau. Und die Übertragung können wir überspringen. Weil wir wissen ja schon, dass hier noch andere Leute sind, die uns überhaupt nicht mögen. Ne, von daher... Ja, könnte spannend werden, auf jeden Fall. So. Das heißt, wir lassen die anderen erstmal in Ruhe und kümmern uns nur um eine Scavenger-Basis, okay. Das heißt, wir gehen erstmal noch nicht da hinten hin. Puh, okay. So, ja, toller Start in die Folge, aber... Was soll man machen? Das Spiel ist halt so gebeide. Okay, ist halt ein Strategiespiel. So, dann haben wir erstmal die Scavenger-Basis hier. Das wird ja noch einfacher. Weil diese andere Fraktion, die es da gibt, die haben das gleiche Technikniveau wie wir oder sogar noch höher. Deshalb, ja. So, dann schießt die kaputt los. Und Gruppe 2, heilt bitte den vordersten Mann auf. Sehr gut. So, hier unten ist die Scavenger-Basis. Ist ja gar nichts. Wie? Okay, hier ist jetzt einmal einfach nichts. Einfach mal nichts. Okay, auch gut. Auch gut, ja. Alles klar, dann... Frage ist, wann kriegen wir unsere Verstärkungen endlich? So. Ach, wieder diese schöne Musik hier, ey. Richtig gut. Ja, wobei, da sind wir doch hergekommen. So. Am besten nicht Gruppe 2 nach als erstes, aber ist in Ordnung. Hier ist ja keiner. So, wann kriegen wir unsere Verstärkungen? Wann kriegen wir Verstärkungen? Hier müsste jetzt eigentlich auch eine Scavenger-Basis sein, aber hier ist scheinbar auch nichts. Hä? Ah doch, da sind ein paar. Da ist doch die, okay. Mhm. So, jetzt sind die Verstärkungen, okay. Dann zieh du dich mal zurück, bitte, und Team 2 halt, bitte. So. Jo. Unsere Mörser machen einen guten Job. So. Ja, sehr schön. Das heißt, hier können wir noch die Dinger hier platt machen. Und dann ist die eigentlich ausgelöscht, die Basis. Okay, was heißt, wir haben Verstärkungen? Leichte Kanone, ja. Mörser, Mörser, leichte Kanone. Reparatur, ganz wichtig. Leichte Kanone, Mörser, Mörser. So passt es. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir können... Ah, das ist gut. Wir können von hier oben reinballern.
Das ist natürlich super. Jo, sehr gut. Ihr schießt bitte da drauf einfach. Einfach auf die Verteidigungsstellung. So. Dann gehen die nämlich jetzt mal schön weg. Das heißt, ihr könnt euch aber auch schön hier auf... Ah, nein, 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 nein. Okay. Das heißt, sie schießen nach oben. Alles klar. Ich hab nichts gemacht. Hey, ich hab nichts gemacht. Jetzt mache ich wieder was. So, okay. Gruppe 2 kann sich hochhalten. Das ist okay. Gut, dann wieder zurückziehen, bitte. Mein Heiler. So, das ist gut, dass sie sich gegenseitig hochhalten. Ja. Die Landezone. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, bitte. Oh! Ah, das heißt, der kann nicht landen, weil... Okay. Hm, verstehe. Er kann nicht landen, weil die Landezone nicht sicher ist. Okay. Ganz schön hart. Wir sind noch in den ersten Folgen des Spiels. Wow. Okay. Landezone nicht sicher. Ja, ich weiß. Ich komme doch gerade. Beziehungsweise ich erscheine. Kommen wäre ein bisschen eklig. So. Gut, dann. Was haben wir denn hier für Einheiten? Ach, nur so ein paar Scavenger. Okay. So. Team 2 zurück. Oh, boah. Die haben es aber auch immer auf meine Heiler abgesehen, ey, Mann. So, wir haben ein neues Team 2. Ach, danke. Ja, und dann müssen wir uns jetzt eigentlich sammeln, ne? Kann man auch LKW schicken? Ich glaube, man kann sogar auch LKW schicken, ne? Ja, kann man. Okay. Gut, wir sollen die Landezone mit LKW sichern dann. Das heißt, wir holen uns mal 2 LKW rüber. Gut, dann machen wir das. Einer. 2, so. Dann haben wir nochmal 3 Kanonen und 3 Mörser, bitte. Nochmal 2 Reparierer. Leichte Kanone und einmal Mörser. So. Wunderbar. Dann einmal schicken, bitte. In 2 Minuten. So. Warte mal, wir machen das mal anders. Das hier ist Gruppe 1, die Kanone. Die Mörser sind Gruppe 2 und die Heiler sind Gruppe 3. So. Das heißt, wir greifen die da oben erstmal noch nicht an. Man weiß ja nicht, was da alles ist. Diese neue Fraktion. Ja. Einfach abwarten. So, wir warten auf unsere Verstärkung und dann würde ich sagen, gehen wir los. Beziehungsweise man kann ja eigentlich schon mal so ein bisschen marschieren. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit rumstehen. Oh, doch, da, kommt wieder welche. Bleibt ihr mal hier. So. So, 3 bitte hier einmal heilen. Okay. Ja, diese abgezählten Einheiten, das ist doch echt. Abgezählt ist immer Mist. In so Strategiespielen, ganz ehrlich. So, und dann könnt ihr euch wieder bewegen. Kann keine weiteren Einheiten. Einheitenlimit erreicht. Ja, toll. Super. Okay. Wir haben eine Einheitenlimit erreicht. Ja. Schön mit Gruppen spielen, das ist immer ganz wichtig. Okay, jetzt wollen wir... Okay. Gruppe 3 bitte hier vorne den heilen. So, und Gruppe 2. Ja, genau, so. Oh, Gruppe 2 kommt bitte hier drauf, genau. Blöder Raketenturm. Gruppe 2 kann den anderen Turm platt machen. So, da kommen auch schon unsere Verstärkungen gleich an. Ja, sehr gut. Okay, wir sehen auch noch keinen anderen Turm, das heißt, alles cool. Okay.
Das heißt, wir haben hier zwei LKW. Ja, toll. Zwillingsmaschinengewehrtürme. Aber hey, besser als nix. Besser als nichts hier stehen zu haben, nicht wahr? So, gut. Zwei LKWs sind drüben. Ah, genau. Schön aus der Ferne angreifen. Das liebe ich. Das liebe ich in solchen Spielen. Okay. Warten wir mal auf unsere anderen Einheiten. Ah, nee, das sind schwere... Ach, okay, schwere Maschinengewehre. Ja, das passt. Das passt. Ich meine, das ist der beste Forschungsstand, den wir hier haben. Ach so. Gruppe 3. Ja. Wir haben neue Gruppe 3. Sehr gut. 5 Heiler haben wir jetzt mittlerweile. Neue Gruppe 2 und neue Gruppe 1. So, okay, dann können wir hier uns langsam aber sicher fortbewegen. So, und Gruppe 2 kann da hinten auf die Türme schießen. So, kabim. Die Reichweite ist einfach krass von den Mörsern. Wow. Und da haben wir schon die Basis ausgelöscht, ja. Okay. Wow, die wollen immer auf die Heiler, ne? Das ist so krass. Jetzt kommen sie von da oben. Das ist doch nicht wahr. Nein. Nicht auf meine Börse. Ihr Penner. Nicht von oben. Okay. Wir können mal wieder ein paar Einheiten. Kanone, Kanone. Reparaturarm, Mörser, Mörser. Ja, Kanone, Reparaturarm, Mörser. Kanone. Mörser. Ich hätte gerne noch einen Mörser. Da. Okay. Und zack. Puh. Wie viele Gegner hier mal angeschissen kommen. Nee, unglaublich. So. Aber ey, wir können uns heilen. Wir haben noch 4 Heiler übrig, das ist gut. So, da können wir ja hin. Ach, wir können forschen! Flammenwerfer-Gear, ja, machen wir. Nehmen wir, auch wenn wir es nicht nutzen. Aber wir nehmen es einfach. Ich kann keine Einheiten bauen. So. Alle mal nach unten bewegen. So. Mal gucken, was wir hier noch alles haben. Konstruktion abgeschlossen. Wow, die haben auch Mörser. Die haben auch Mörser. Okay, das ist krass. Oh, was? Ja, was ist denn jetzt? Ja, neues Paradigma. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben doch gar nichts euch getan. Was ist mit euch? Also echt mal, wir haben nur Scavenger angegriffen. Alter Schwede, diese Reichweite, wow. Okay. Okay. Das heißt, da kommen jetzt ein paar orangene Einheiten an. Boah. Ja, alles klar. Okay. Was haben wir jetzt hier? Missionsziel, ey. Was ist das? Ach so, das sind die Forschungen, die wir alle schon haben, ne? Okay. Gebäude wird angegriffen. Oh, jetzt kommt von da oben. Oh. Oh. Okay. Ich würde aber ehrlicherweise lieber erstmal Scavenger platt machen, ganz ehrlich. So, dann Gruppe 1. Rein in die Basis, Gruppe 2 hier hin und Gruppe 3 kann hier vorne bleiben. So, los jetzt. Gruppe 2 bitte schießen. So, Gruppe 1 bitte schießen. So, Gruppe 2. So, alles klar. Oh, da sind Raketentürme. Bitte wegmachen. Okay. Und die Mörsertürme vor allem da hinten. Die Mörsertürme. So. Mit den Heilern fahre ich jetzt hier nicht rein. Okay, wir sehen es ja. Ne? Okay, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Ah, nicht ganz. Okay. Ach, die Sicht. Ja, gut. Dann nochmal zurückziehen. Eieieiei.
Nochmal zurückziehen, bitte. Und Einheit wird angegriffen. Nochmal die Heiler nehmen. Und den Sammler, wollte ich gerade sagen. Nee, den LKW reparieren. Eieieiei. Oh, nein. Aber hey. Das ist machbar. Das ist wirklich machbar. Okay. Ja. Bam. So. Und tschüss. So, Scavenger. Und hier. Und bumm, weg damit. Auch hier. Gruppe 1 kann auf den Mini-Teil da schießen. Oh! Was für eine hohe Reichweite haben die denn? Einheit wird angegriffen. Nicht schlecht. Auf keinen Fall. So, Gruppe 3 halt schön hoch. Einheit wird angegriffen. Und bam. Wow. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Scavenger-Basis ausgeschaltet, oder? Bis hier, hier ist nichts mehr. Oder irgendwo ist noch ein Gebäude. Wahrscheinlich hier in der Ecke. Wahrscheinlich hier unten in der Ecke. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, da! Ja, seht ihr? Da unten. Genau das. So, dann gehen wir nach unten. Eieieiei. Gruppe 2. Und kabum. Einheit wird angegriffen. Kabum. So. Ja. Du stellst dich mal bitte dahinter. So. Und jetzt aber, oder? Gruppe 2. Ja, danke. So, 36. 12 feindliche Einheiten. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nur noch gegen die Orangischen gehen. Okay, das ist krass, ja. Produziert ihr eigentlich noch? Ja, ihr produziert noch. Okay. Dann brauchen wir mehr Mörser. Ihr seht, ich liebe Mörser in diesem Spiel, ne? Ja, es ist halt... Mörser sind halt eine richtig geile Fernkampfwaffe, ne? So, was haben wir hier jetzt noch? So, New Paradigma, also. Ja, okay. So, dann. Oha! Boah, das sind viele. Das sind verdammt viele. Wow. Boah! Das ist verdammt heftig, was da kommt, ja? Gruppe 3. Was macht ihr? Hört ihr mal auf, nach da vorne zu fahren? Okay, das wird ein bisschen härter. Alle meine Heiler sind weg. Und Mörserpanzer sollte eigentlich zurück, aber ist okay. Wow. Schon krass. Krass, was die hier aufbieten, vor allem, ne? Nein, nicht nach vorne fahren. Doch, jetzt so. Weil die gegen Gebäude sind Mörser perfekt, wie ihr seht. Ja, ich verliere jetzt hier zwar ein bisschen was, aber... Einheit wird angegriffen. So. So. Was ist das eigentlich für ein Teil? Das sieht witzig aus. Was ist das für ein Teil? Piu, piu, piu. Einheit wird angegriffen. Noch Mörser, jetzt fahr doch zurück. Wie blöd kann man sein? Einheit wird angegriffen. So, ich nehme mal meine Verstärkung runter. Einheit wird angegriffen. Warum fahrt ihr immer nach vorne? Einheit wird angegriffen. Okay, die Frage ist jetzt, ja, Mörser, Mörser, Mörser. Leichte Kanone, leichte Kanone. Leichte Kanone. Reparaturarm auf jeden Fall. Einheit wird angegriffen. So, und ach, noch einmal Mörser. Und dann zack. Was machst du da schon wieder? Du Idiot. So, dann komm. Die müssen wir auch jetzt kaputt kriegen. Was ist das für ein Ding? Sieht ein bisschen komisch aus tatsächlich, aber hey. Ah, da kommt unsere Verstärkung. Einheit wird angegriffen.
Das Ding muss man doch kaputt kriegen. Ja, geht doch, Mann. So. Einheit wird angegriffen. Wow. Okay, wir brauchen unseren Heiler. Wo ist unser Heiler? Der ist nicht dabei. Warum ist... Wo ist unser Heiler? Der ist hier beim Sammler. Ach, Sammler. Ja, sorry, es sieht so aus wie ein Commander Conquer Sammler. Unser Heiler, der muss bitte mit hier runter. Ganz dringend sogar, ey. Oh, ist noch so ein Ding. Das macht, der macht irgendwie keinen Schaden an uns. Habe ich das Gefühl. Der macht irgendwie keinen Schaden, ne? Weg damit. Einheit wird angegriffen. Ihr sollt bitte nicht in die ganze Zeit rumfahren. Wartet mal, mach mal Stellung halten. So, Stellung halten. Bitte nicht die ganze Zeit rumfahren. So. Du kannst ja deiner Arbeit nachgehen. Eieiei, du sollst die Stellung halten. Was machst du denn? Da fährt er nach vorne, ich glaub's nicht. So, piu, 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 piu. Schön reparieren. Die Verteidigungsstellungen hier sind nämlich heftig, wie ihr seht. Ja, guck mal, das ist schon alles befestigt hier. Schon alles zugemauert. Aber es sind nur drei Kanonen. Also eigentlich geht das noch. Ja, warum? Ach, ja, toll. Okay, egal, nicht schlimm. Wir werden das jetzt definitiv nicht mehr verlieren. So, dann. Wenn der fertig ist, dann werden wir mal mit den Mörsern da oben die Dinger angreifen. So, zerstöre alle feindlichen Einheiten und Strukturen. Fünf einheitliche Einheiten nur noch. Feindliche Einheiten. Ja, okay. Dann ist es ja relativ easy. Aber wir müssen nochmal neu gruppieren. So, und das hier ist Gruppe 3. So. Ja, es zieht an von der Technik, vom Technikniveau her. Diese Aufhängungen haben auch nur wir, also nur die Fraktionen, nicht die Scavenger. Weil die Scavenger nutzen halt nur Technik aus Überresten von der Menschheit, sag ich einfach mal. So, ja, der hat einiges zu tun. Gruppe 3. Ah, jetzt kommt... Ach, die KI. Ja, man muss sie manchmal leiten. Das ist echt... Das ist schon krass. Aber es macht trotzdem Spaß, das Spiel. Also so ist es ja nicht. So, wartet mal. Dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, Mörser, kommt mal bitte her und macht das Ding kaputt. Ah, ihr seht es nicht, ernsthaft. Einheit wird angegriffen. Ich meine, die machen ja nicht viel Schaden, ne, wie ihr seht. Schön mit dem Heiler hinten dran, das passt ja. Einheit wird angegriffen. So, ja, ihr seht es nicht. Die halten viel aus, diese Dinger. Deswegen, ja. Und ihr könnt mal bitte mit runterkommen. So. Dann werde ich jetzt allerdings keine Verstärkung mehr bestellen. Weil ich würde die gerne als Basisverteidigung da lassen. Oh. Du sollst den heilen. Ah. Ein Raketenpanzer. Shit. Okay. Diese Dinger halten echt extrem viel aus. Einheit wird angegriffen. So. Jetzt fahr doch, Mensch. So, und mach es... Ja. Die Streuung ist halt noch so eine Geschichte, ne? Einheit wird angegriffen. Das wird sich auch mit der Zeit verbessern. Weil je mehr man natürlich zu diesem Mörser forscht, desto besser zielen die halt auch, ne? Da ist schon wieder eine Raketeneinheit. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her, sagt mal? Oh, Team 3 kommt aus dem Feuer raus. Boah. Okay. Reparaturarme, Team 3, Team 1,
Team 2, so, wir haben Verstärkung. Ich würde gerne wissen, wie viele Einheiten die noch haben. Speichern deswegen mal. Ah, wird gar nicht angezeigt. Okay, wird gar nicht angezeigt. Schade. Jetzt fahr doch. So. Und bumm. Jetzt aber. Ja, genau. Wir fressen uns schön mit den Mörsern durch. Ihr könnt den anderen Turm dann noch wegmachen. So. Was ist jetzt? Achso, der Typ 1 kann auch mal nach vorne. Wer schießt? Achso, das ist der Turm. Okay. Ja, könnt ihr mal ein bisschen besser treffen. Wäre schon ganz gut, ja. So, gut, dann Gruppe 2 bitte hier hinten drauf. Oh, shit. Okay, Kanonen. Kanonenpanzer. Die sind größer als unsere, das ist so krass. Okay, Team 1, Gruppe 3 kann bitte mal aus dem Feuer raus. Aber ist ja eigentlich ganz gut, weil die ziehen das Feuer auf sich und können gegenheilen. Ja, genau so. Meine Güte, was haltet ihr viel aus? Diese Bunker oder was das ist, ja? Das sind Bunker, glaube ich, sogar. Okay. Ja, also das ist schon krass, ja. So, auf den Raketentyp wieder. Okay, ihr könnt mal wieder zurück. Das ist zu nah, das ist zu nah, das ist zu nah. Puh, okay. Boah, aber dass die nicht kaputt gehen. Jetzt. So. Die Bunker, das ist schon krass, ja. Oh, ich merke gerade. Oh, okay. Mein Handy ist fast leer. Aber wir sind ja auch fast am Folgenende angekommen, von daher. Boah, die Zielsicherheit ist noch. Wow, muss noch übelst verbessert werden. So. Ja, zieht euch zurück, ist okay. So, dann schießt er weiter drauf. Boah, wie lange das dauert. So, jetzt. Da. So. Und hier auch bitte da drauf. So. Wunderbar. Team 2 kann dieses Kommando-Ding platt machen. Das ist nämlich für Kommandos. Ich weiß nicht, was es damit genau auf sich hat, aber. Gruppe 3 kann auch mal mit nach vorne. So. Ich merke gerade aber auch, dass. Ja. Dass die Folge fast vorbei ist. So rum. Und, so, Artefakt. Alles klar. Das heißt. Einer kann bitte das Artefakt holen gehen. Artefakt wurde gefunden. So, es sind noch zwei Artefakte irgendwo. Genau, auf das Forschungslabor. Ah, jawohl. So. Gut, und Gruppe 2 kann dann diesen Turm da oben hin machen. Und einer kann das Artefakt holen gehen. So. Ach, guckt mal. Ja, krass. Bum, bum, bum. Wie riesig die Panzer von denen sind. Ah, guck mal, da ist deren Kommandozentrale. Ah ja. Einheit wird angegriffen. Ja, ist ja gut. Ach, Zeit ist abgelaufen. Okay. Ich glaube aber, dass wir diese Mission tatsächlich noch schaffen. Derzeit. Ja, das kann sehr gut sein, dass wir die noch platt kriegen. Ja, sehr schön. Hallo, jetzt fahrt doch mal nach oben. Mach den kaputt. So, genau. Und dann die Waffenfabrik platt machen. Einheit wird angegriffen. Artefakt entdeckt. So. Mach noch diesen Turm weg. Einheit wird angegriffen. Alles schön platt machen, bevor wir das Artefakt holen. Ja, ja, das ist meine Lieblings Vorgehensweise in solchen Spielen. Bumm. Immer schön bumm bumm machen. So, 3 von 4. Ja, dann haben wir das.
Alles klar, ja, perfekt. Artefakt wurde Missionsziel erreicht. Ja, wunderbar. Gut. Alles klar, ich glaube, wir müssen das Spiel fortsetzen. Ja. Missionsbesprechung beginnt. Da sehen wir dann, was uns nächstes erwartet. Die Analyse der zerstörten Basis hat ergeben, dass es sich bei den kürzlich bekämpften gepanzerten Truppen um Streitkräfte des New Paradigm handelte. Das New Paradigm ist eine Organisation von Überlebenden, die in diesem Sektor einen Militärstaat errichten wollen. Das New Paradigm ist seit dem Kollaps aktiv und verfügt über überlegene Waffentechnologie. Es hat die Scavenger seit unserer Ankunft mit Waffen ausgerüstet. Bei allen Begegnungen hat höchste Vorsicht zu walten. Verhöre von gefangenen Scavenger haben ergeben, dass das New Paradigm in diesem Sektor auf der Suche nach der Technologie der synaptischen Verbindung ist. Es ist zu 98% sicher, dass diese vom Feind geborgen wurde. Es ist daher wichtig, dass wir sie zurückerobern. Kommandoturm verfügbar. Commander, wir haben einen Kommandoturm des New Paradigm geborgen. Mit diesem Turm kann ein Commander die Angriffe von zugewiesenen Einheiten koordinieren. Weiterhin dient er als Auslieferungspunkt für Fabriken. Es ist wichtig, dass Sie diese Technologie erforschen und richtig einsetzen. Commander, wir empfangen folgende Übertragung. Eintreffende Übertragung. Ah, dafür sind die Kobanen da. Okay, ich verstehe. Dann habe ich das jetzt auch geblickt. Eindringling, der unrechtmäßige Angriff auf unsere friedlichen Einrichtungen wird nicht ungestraft bleiben. Sie verstoßen gegen die Rechte des New Paradigm und werden zerstört werden. Friedliche Einrichtung am Arsch. Sorry. Feindliche Angriffstruppen an dieser Position entdeckt. Wehren Sie den Angriff ab und zerstören Sie anschließend die feindlichen Basen, um die Zone zu sichern. Missionstimer aktiv. Jo, okay. Aber, liebe Freunde, wie gesagt, das dann beim nächsten Mal. Ja. Das heißt, wir werden hier tatsächlich an unserem Landungspunkt von ganz am Anfang angegriffen. Okay. Allerdings, wie gesagt, das kommt erst beim nächsten Mal. Gut, Freunde. Friedliche Einrichtung am Arsch, Leute, wirklich. Also, ihr habt auf uns geschossen. Naja, gut. Egal. Gut, Freunde, würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.